Bisher bei Sherlock Holmes. So, so und dann so. Oh Gott, ich bin so gut im Puzzeln. Oh, immer muss ich irgendwas freirubbeln. Das ist ja echt... Ah. So. Dann drehen wir das noch so. Das kommt hin. Mann, das dauert so ein bisschen. Geiles Rätsel. Und so geht es weiter. Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sind der Lösung auf der Spur und wir müssen jetzt kurz mal ein bisschen herleiten. Nicht wahr, kleiner Toby? Ja, das machen wir jetzt auch. Okay, pass mal auf. Silberdolch. Im Kohlebecken. Da haben wir Folgendes. Das hier, Silberwaffe. Der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber begangen, die nach der Tat im Kohlenbecken eingeschmolzen wurde. Nee, das sehe ich nicht so. Eisdolch und Champagner. So, was haben wir denn hier jetzt? Eiswaffe. Die Eiswaffe wurde zuvor hergestellt und dann im Eisbehälter der Champagnerflasche aufbewahrt. Ah, und da ergibt sich Folgendes. Methode Eisdolch. Der Täter versteckte die Waffe im Eisbehälter der Champagnerflasche. Nach der Tat wurde die Waffe zum Schmelzen zurückgelassen und sorgte damit für die Verflüssigung des Blutes. Würde ich sagen, ja. Würde ich sagen. Was ist mit der Silberwaffe? Irgendwas fehlt doch jetzt hier. Irgendwas fehlt doch jetzt hier. Methode Eisdolch. Da weiß ich nicht, was wir hier machen können. Wir können ja mal das machen. Dann kommt das raus. Was, Methode Silberdolch? Warte. Der Täter versteckte die Tatwaffe im Dampfraum, danach legte er sie in das Kohlenbecken, um sie zu zerstören. Das Ergebnis war das geschmolzene Silber, das wir gefunden haben. Denke ich nicht. Ich denke, es war der Eisdolch. Momento. Genau, so muss es sein. Was ist mit den Notizen? Die Notizen. Ach, irgendwas fehlt. Okay, ich denke, wir werden mal nach Scotland Yard reisen und die Schuldigen befragen, nicht wahr? Wir reisen nach Scotland Yard. Wir reisen nach Scotland Yard. Watson, willkommen in Scotland. Ach, warte. Willkommen. Mr. Holmes? Hallo. So, wir sind angekommen und wir rennen erstmal gegen Wände und jetzt fragen wir mal die Leute. Hallo? Mr. Garrow, geschmolzenes Silber. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Was zur Hölle? Mr. Blinkhorn. Geschmolzenes Silber. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Verdammt, Mann! Mr. Blinkhorn! Und was ist mit dir, Mr. Pitkin? Geschmolzenes Silber. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Okay, das ist doch lächerlich. Gentlemen, ich finde keine Lösung für diesen Fall. Good day to you, Mr. Holmes. Guten Tag. Schön für Sie. Warte mal, wir müssen jetzt gucken. Wir haben Folgendes. Mithras Tempel. Ach genau, der Mithras Tempel. Wir müssen zum Mithras Tempel. Also auf nach St. Albans. Und da wären wir auch schon angekommen. Mensch, hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich habe gerade mal geschaut und im Buch steht, die Brückenpfeiler im Fluss könnten der Schlüssel zum Ganzen sein. Und dort ist die Brücke. Aha, ich hab's doch gewusst. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. Ich verstehe. Mann, ist der Fluss laut und reißend. Das dröhnt ja richtig in den Ohren. Wie machen wir das am besten? Wir müssen uns irgendein Seil spannen oder sowas, denke ich. Und dafür haben wir doch hier einen Gegenstand. Mechanismus. Stelle Griff. Warte mal, der kommt doch irgendwie hier ran. Zack. Das, der Bogen kommt vorne ran. Ja, ja, da vorne, Mensch. Ich muss das ein bisschen drehen. Oh. Drehen. So, der Bogen kommt vorne dran. Mhm. Dann kommt der Mechanismus hier ran. Ich weiß, wie man sowas macht. Und dann kommt hier so ein Schaft in die Schafterinne. Bestens. So, und dann kombinieren wir eins und eins und nehmen uns mal die Bauhaken und das Seil von da hinten. Das dürfte es sein, das dürfte es bringen, das ist die Lösung des Problems. Und dann machen wir voll den Indiana Jones Shit und schwingen uns darüber über den Fluss. Sehr schön, und das Seil da hinten. Beziehungsweise die Seile.
Denn es sind ja mehrere. Gut gemacht. Gut gemacht. Und nun, Freunde, werden wir mal schauen, ob wir das jetzt irgendwie hinbekommen. Gott, ist das aufregend. Ich bin schon ganz gespannt, wer dieser Mithras überhaupt ist. Wohnt er da noch oder ist das nur eine Sage, eine... Ne? Weiß schon Bescheid. Gucken wir mal. Those rings on the bridge are perfect targets. Alles klar. Oh Gott. Oh Gott. Atem anhalten. Schuss! Ich weiß nicht, wie ich schießen kann. Ach so. This one is ready. Das hat funktioniert, Mann. Was denn jetzt? Ich muss da oben noch dran schießen. Komm schon. Nach oben zielen. Atem anhalten und schießen. This one is ready. Ich bin Superman. Ich bin echt super. Schuss! The bridge is ready. Now I must cross it. Ah, ich verstehe. Überqueren. Oh Gott, oh Gott. Schritt vor. Rechts lehnen, rechts lehnen, rechts lehnen. Schritt vor. Da vibriert mein... Ah. Warte mal kurz, das Gamepad ist an. Huch, jetzt bin ich auf dem Gamepad. Will ich gar nicht. Schritt vor. Oh, 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 wow, 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 wow. Alter! Oh. Okay, okay. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Hm, ist doch easy peasy. Oh, oh Gott. Komm schon. Oh, jetzt reiß dich doch mal zusammen, wir sind gleich drüben. Ah. Okay. Der letzte Schritt, komm schon, der letzte Schritt. Watson, komm her. I have found something. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. Ich find's toll, dass du einfach nur hinter mir hergekommen bist, ohne Probleme, und ich hab mir da voll einen ausgerissen, und du, ne? Hm? Which way should we go, Holmes? Ich weiß doch auch nicht. Wir gehen jetzt mal da lang. Nach unten, in den Tempel. Der Mithras-Tempel, Symbol. Oh toll, Symbole, ey, ich freue mich. So über Symbole. Gut. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. Es muss ein paar Hinweise geben. I saw this symbol in the tunnels. Ja. I saw. Ja. I saw. Schön. I saw. Das ist der Helm. Okay, warte mal, der Helm. Der Dreizack war es, glaube ich, und irgendwas anderes. Das letzte weiß ich nicht mehr. Wir gehen mal kurz beim Helm lang. Ich weiß nicht, ob es das bringen wird. Wir werden sehen. Vorsichtig, vorsichtig. Hä? Okay. Gut, das ist ganz schön gruselig hier unten. So ein bisschen. Wir laufen also so ein bisschen im Kreis und müssen aufpassen, dass wir hier nicht erschossen werden. Irgendwelche Fallen könnten hier auf uns lauern. Nein, nicht hier. Okay. Der Helm macht also keinen Sinn. Symbol. Hier sind wir doch nicht hergekommen. Wo sind wir hergekommen? Beim Helm? Nee. Ich hab's vergessen. Oh Gott, das ist so unübersichtlich. Hier sind wir hergekommen, ne? Kann mich irren. Es geht nach unten. Und da sind wir hier. Was ist denn das jetzt? Was soll denn das? Das ist ja was ganz anderes. Warte. Wir gehen mal da lang. Passt schon, passt schon. Aha. Aha. Es geht wieder nach oben. Und wo kommen wir raus? Das ist die Frage. Nirgendwo. Nirgendwo, Sackgasse. Shit. Watson. Steh mir nicht im Weg, Mann.
Nun, das ist ein bisschen kompliziert, denn so ein kleines Labyrinth hat niemand gern. Wo sind wir hergekommen? Was zur Hölle ist das denn? Podest mit Steinen. Okay, wir haben hier so einen Stein. Ja. Ist okay, noch so ein Stein. Schale. Das ist doch wieder so ein komisches Rätsel. Okay. Und was bringt mir das? Was bringt mir das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, beenden. Ich... Däh. Wie macht man das denn jetzt? So. Das ist nicht ganz korrekt. Moment mal kurz, wir machen das so. Das ist auch nicht korrekt. Hm. Was sollen wir hier tun, sag mal? Was sollen wir hier tun? Steine platzieren. Ich denke, die müssen alle gleich weit nach unten gedrückt werden. Nee, das funktioniert so nicht. Mist, Mann. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir machen mal das so. Mhm. Und das so. Das bringt's nicht. Das bringt's doch einfach nicht, Freunde. Ah. Nee. Nee, das ist einfach nur dämlich. Ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist doch... Für ein Orsch ist das. Wenn ich jetzt aus Versehen auf, die Leertaste komme, wärst du dann böse. Ach, das wäre die Lösung gewesen. Okay. Oh, macht schon Sinn. Alles klar. Gut, wir müssen jetzt hier lang, oder? Hier war das Tor. Und da war ein Tor. Zwei Tore. Gut, erstmal links, denn links bringt's, ne? Dann geht's hier so ein bisschen rum und da ist eine Sackgasse. Links bringt's nicht. Watson, Watson, Watson. Mann, ist das ein Fall hier. Dann geht's hier lang. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir hier raus. Jetzt gehen wir einfach mal links. Aus gutem Grund, denke ich, aus gutem Grund ins Wasser. Dann gehen wir, wenn wir jetzt hier rauskommen, rechts. Denn ich weiß genau, wo wir hin müssen. Ah, das ist logisch. Aha, aha. Dann gehen wir geradeaus. Ich weiß auch nicht. Und dann sehen wir eine Wand. Ja, wir gehen mal links rum. Mhm. Ja, super. Oh, und hier geht's weiter. Guck mal da. Jetzt sind wir hier. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Scheiße. Ich gehe also wieder zurück. Watson, du stehst mir im Weg. Dann gehen wir hier lang. Was war das denn? Es hat irgendwas... Irgendwas ist passiert. Hä, warte mal. Warte mal. Hier. Okay. Dann rechts. Bin ich hier richtig? Warte, wir gucken mal. Ich bin mir echt nicht sicher. Das führt uns nur wieder im Kreis. Ja, da ist er doch. Watson? Tja, Spaß, ne? Spaß ist es. Echt Spaß. Geradeaus. Links. Nach oben. Oh, da ist was! Wir haben etwas gefunden! Oh mein Gott! Das ist gruselig. Wo kommt die Musik her? Dort ist eine Maske. Look, it's the golden knife. How to get it. Wie kommen wir an ihn heran, Watson? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Wir schauen mal hier lang. Gehen einfach mal dahin, okay. Die Tür ist zu. Hm, na gut, warte, wir gehen dann mal hier zurück. Da kommen wir nicht hin. Kaputte Lampe. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Okay, das macht Sinn, das macht Sinn. Wie machen wir das? Da ist irgendwas zum Hochziehen, guck mal. Irgend so ein Tor, was man betätigen kann, da ist so ein Hebel. Und wie kriegen wir das jetzt hin, sag mal? Wie kriegen wir das jetzt hin? Und wo führt dieser Gang hin? Ja, so viele Fragen.
So viele Fragen. Und ich denke, ich mache mit diesem Rätsel ja auch mal einen Cut, denn es hat schon ganz schön lange gedauert heute, nicht wahr, Watson? Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? Ich denke schon, Watson. Und damit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Na, ist denn das zu fassen? Ich renne die ganze Folge nur im Kreis und wundere mich, wo ich hin muss. Das ist einfach nur ein furchtbar interessanter Fall bisher, ja. Und in der nächsten Folge wird es hoffentlich endlich zur Lösung kommen. Und darauf bin ich schon ganz gespannt. Macht dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.